Es gibt doch in unseren Dörfern hier im Erzgebirge manches Mal welche, die tauchen die Namen immer und immer wieder auf. Zum Beispiel in der Schule draußen waren es die Lehnharden, in der Soße waren es die Unger und die Baumanns. Wahrscheinlich durften die Kallendümmels nicht ins Nachbardorf und durften sich Mädel aus dem Nachbardorf mit daheim bringen. Das heißt, vielleicht die waren die stärker im Nachbardorf, das heißt, sie verdroschen wurden, mussten sie dann einen von daheim nehmen und das wurde ein bisschen zur Inzucht geführt. Aber so gefährlich ist es ja nicht. Im Nachbardorf, in du Feier, heißt jeder zweite, dritte Meier. Der Meier Schlotz, das Meier Mannel, der Meier Hild, das Meier Anne, der Meier Tschöpp mit seiner Lit, der Meier Schlock mit seiner It, der Meier Groh, der Meier Geier, alles Meier, nicht wie Meier. Ein junger Doktor ins Dörfel kam, der es nicht so ernst mit dem Meiers Namen nahm. Er hat auf Hausbesuch gemusst, das Meier Idel hätte Hust. Setz er mit den Hämorrhoiden, drin dort um Hausbesuch sie bitten. Der Gungedoktor, der das Idel nicht kenne, in dein Haus, wo es Lidl ist, Idel wohnt, wo da als Lidl unten drinne. Er kam die Treppe nicht auf zum Idel, er klingelt gleich unten. Da wohnt das Lidl. Das Idel stand ihm auf der Lauer, die war auf das Lidl schon längst sauer. Das Lidl schichtern wie ein Kalb, das furcht nicht groß, warum, weshalb. Was ein Doktor sucht, das muss man machen. Im Inneren war es zwar nicht wie Lachen, so hat nicht groß Hämmer gewedelt, schon war der Brusthalter aufgeknädelt. Der Doktor tut an der Brust drin lauschen, er hört kein Rasseln, kein Brasseln, kein Rauschen. Er fand da keine Hämorrhoiden, er dachte, in deinem Dorf gibt's täppische Sitten. Er hat ein wenig ab für die verschrieben und Salb für die Brust verhieben und vertrieben. Schon war er verschwunden in den nächsten Ecken. Du plägst das Lidl von ihn nach. Und ich kann mich verrecken. Ich bin der Patient, was hab ich denn verbrochen? Ich hatte mich frisch gewaschen. An der Mitte, bei der Hämorrhoid, hätte ich noch aus einem Barrefeilchen gerochen. Ich war mich beschweren, sie lernen mich kennen, an mir deuten sich schon andere die Pfoten verbrennen. Und Lidl hat sie untereinander gerufen, wenn ich dich erwisch, kriegst du ein paar drauf. Und dann still für sich, Lidl sei ruhig, richtig nicht auf. Thank you.